Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Goodbye, the Podia. Wir haben im letzten Part unseren. Na, wo ist die Maus? Hier. Unseren Freund hier, den Klitis, haben wir operiert. Und unseren eigenen kleinen Bandwurm bekommen. Was für ein schönes Andenken. Ich werde Gol gegenüber anregen, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen könnten. Oh Gott. Ja, dann gehen wir mal zurück zum. Zum ganzen Team. So. Wusch, ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Okay. Reden wir erstmal mit ihmchen hier. Aber was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Die Rohrpostleitung vielleicht? Cowboy Dodo sitzt genau in der Schussbahn. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee ausgebrütet, wie ich diesem Großkotz doch noch sein Maul stopfen kann. Hey, Cletus. Beziehungsweise Rufus. Und? Hast du dir schon was ausgedacht, wie wir diesen Cowboy Dodo loswerden? Ich bin dabei. Schraubenzieher? Ja, das mal ausmachen. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Sollen wir den Schraubenzieher schon zurückgeben? Den kannst du gerne vorerst behalten. Die Gurbel für die Winde ist bereits richtig kalibriert. Was uns fehlt, ist das Seil. Wir haben ein Seil. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Okay. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Wenn Klitz jetzt den Schraubenzieher kriegt, könnte er doch da Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt, flumm. Oh Gott. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Okay, wir gehen dann mal eine Rohrpost abschicken. Ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres Irk. Also brauchen wir Antragswunder Irk. Für einen Ersatz Irk. Alter, ich feiere diesen Buchstaben sowas von ab. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Einmal Irk, 122, Ersatz Irk. Wozu? Das Irk funktioniert einwandfrei. Ach komm. Dann eben medizinische Hilfe. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Irk nicht nochmal. Das war schon beim ersten Mal stressig genug. Otto Diva. Kann man einfach so abschicken? Also.
Ich dachte, wir müssen jetzt wirklich noch ein Formular abschicken. Oh Mann, ich wollte mal einen Irk machen. So, dann haben wir... Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Ein Seil haben wir. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, okay. Keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon... Okay. Einmal dann runter. Okay. Das ist so bescheuert. Und jetzt am Ziel. Das war jetzt echt einfach. Du jämmerlicher Depp! Kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert! Also reg dich doch nicht so auf! Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus! Tja, Überraschung! Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du, du Dementer! Selten dämlicher! Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ennemi. Boah, was hat der für eine fiese Charakter? Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Wir sollten uns... So. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten. Sofort. Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Attenbot? Ich, Herr Amtmann. Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich. Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Organon Outfit?
gehen wir mal zu Argos. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Hier kommen wir. Also da sind wir jetzt gerade fertig, wenn ich das richtig verstanden habe. Alles klar, gut. Organon Rufus ist soweit anscheinend fertig. Da können wir nicht weiter. Toni ist aber fertig mit der Therapie. Gehen wir doch mal in den Panzer. Hey, Toni! Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Ach ja, die gute alte Toni. Okay. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier einen Strick holen. Frage, was hilft uns ein Strick? Gehen wir erst einmal das Rezept ein. Oh, beim Goal-Rufus haben wir doch gar nicht erst richtig angefangen. Wir brauchen aber auch hier auch noch zwei weitere Bilder. Okay, aber erstmal hier ein Rezept. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Okay. Okay, wir haben eine Antennengabel, einen Strick, einen Kuhfuß. Hormone, Liegestühle und Schild. Warte mal, können wir mit dem Kuhfuß? Wenn wir jetzt hier raufgehen, da war ja hier irgendwo die Kurbel. Na los, ihr kennt das Spiel. Busch! Hier war das doch irgendwo. Anscheinend doch nicht, aber hier. So ist kein Rankommen. Hey! Rotzis, könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir. Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Okay. Also an die Kiste müssten wir wahrscheinlich rankommen. Hm.
Bin gerade am Überlegen, Warte mal, Moment. Wir waren ja noch gar nicht hier bei Boso jetzt, wo Bam hier Sachin Bambi da ist. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Muttermilch? Hallo, ich bin Amtmann Argus. Erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Jetzt nimm's einfach mit. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Oh, ein Topf. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Okay, jetzt haben wir hier Muttermilch und Bratensoße. Okay. Jetzt bin ich aber überlegen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Ja, cool. So, Ufos. Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50%ige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Ja, geil. Eine wundervolle Anspielung an Schrödingers Katze. Das war mindestens eine 10.0. Okay. Will das Äffchen eine Banane? Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey! Komm zurück, du Affe! Mist! Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig! Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Kurbel, hier ist ein Wagenheber. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus.
Alter, was? Au revoir, mes amigos. Möge dieser Wagenheber euren Wagen in ein besseres Leben heben. Eben. Rufus, Poet, Menschenfreund, Brückenpatient. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal. Okay. Hallo, Goon und Toon. Goon? Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Hab ich das? Ist ja seltsam. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, kann nicht so interessant gewesen sein. Ihr beide seid so richtig zusammen? Ihr beide seid so richtig zusammen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, kann nicht so interessant gewesen sein. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten, das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, ja, bis dann. Ciao, Rufus. Kann ich den Heizstrahler? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Sorry, Rufus. Den brauchen wir noch. Obwohl es hier schon viel wärmer ist. Warum kommt ihr nicht einfach raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, okay. Dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Okay, kann ich den Heiz... Na gut. Deal. Solange es kein Elektrik... Ich hab schon Deal. Ach. Okay, die wollen einen Stuhl. Ich habe hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Kann ich den Heizstrahler nehmen? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig. Immerhin können wir uns gleich in die Sonne legen. Oh, Junge, ich kann es kaum abwarten. Okay, den Heizstrahler können wir dann nach unten legen. Können wir jetzt eine Kurbel drehen? Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja. Warte mal, was mache ich denn da? Goon? Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Er braucht also einen Job? Gar nichts. Dann heul nicht rum und such... Als Teigtaschenverkäufer? Du, Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein Schmuckerbewerber? Was? Hey! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo! Zugabe!
Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slot, die 25, das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Jetzt brauchen wir das. Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slot, die 25, das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Teigtaschen. Okay, nur noch. Teigtaschen, Goon, Teigtaschen, Goon, Teigtaschen, Goon. Hey, Goon! Teigtaschen. Ich. Okay. Dann gehen wir da mal schauen, wie es Frauchen geht. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Traurige June. Alles klar bei dir? Verdammt, verdammt, verdammt. Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Goon und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Ja. Ja, dieses wundervolle Let's Play-Phänomen. Okay, 5 Minuten im Aufnehmen. 7, 9. Ja, okay, ich habe noch Zeit. Wie lange haben wir jetzt? Oh, 27 Minuten. Okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.